Guten Abend aus Kenia, aus Nairobi, aus einem ganz speziellen Ort. Vielleicht haben einige von Ihnen ihn schon erkannt. Der Kamin da hinten, der dürfte einigen von Ihnen vielleicht bekannt vorkommen. Ich gebe Ihnen gerade ein etwas näheres Bild davon. Vor diesem Kamin haben vor 35 Jahren Meryl Streep und Robert Redford gesessen. In dem Film, in einer Szene oder eigentlich in vielen Szenen, auch Klaus-Maria Brandauer hat davor gesessen, in vielen Szenen des Films Jenseits von Afrika. Und von dort, von diesem historischen Ort, begrüße Sie zu unserem Webinar, zu einem Streifzug durch Afrika von auf den Spuren von Livingstone und Stanley. Das ist das Haus, wo der Film damals gedreht worden ist. Das ist nicht das Haus, wo Karen Blixen gelebt hat, aber dort wurde der Film gedreht und das ist das Haus, wo ich seit 14 Jahren lebe. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Florian Keller. Ich bin einer der Gründer der Firma Enchanting Travels. Ich habe vor 14 Jahren den afrikanischen Teil von Enchanting Travels gegründet und bin damals nach Kenia umgezogen, habe einen Lebenstraum wirklich verwirklicht, nämlich hier in Afrika zu leben und ein eigenes Unternehmen aufzubauen. 14 Jahre später ist es nach wie vor ein Traum und ja, wie gesagt, ich begrüße Sie von diesem traumhaften Ort hier und möchte Sie auf eine Reise durch Afrika mitnehmen, auf den Spuren von Livingstone und Stanley. Vielleicht, bevor ich das tue, kurz eine ganz kurze, Zusammenfassung unseres Unternehmens. Viele von Ihnen werden uns natürlich kennen, aber ich glaube, einige von Ihnen vielleicht auch noch nicht. Insofern nur ganz kurz, wer ist eigentlich Enchanting Travels? Es gibt uns seit 16 Jahren. Wir sind eigentlich in Indien gegründet worden, damals um Individualreisen nach Indien anzubieten und haben uns dann sozusagen über die ganze Welt gearbeitet oder vorgearbeitet. Mittlerweile bieten wir Reisen in 70 Länder weltweit an. Und was alle Reisen eigentlich, was sie verbindet, ist, dass es Individualreisen sind. Alle unsere Reisen sind wirklich auf die Reiseträume unserer Gäste, die individuellen Reiseträume ausgerichtet. Wir haben auch ein Team vor Ort in den einzelnen Reiseländern. Wir haben hier ein Büro in Afrika, wir haben ein Büro Indien, wir haben Mitarbeiter in Lateinamerika, fast allen Kontinenten, die unsere Gäste, wenn sie reisen, sozusagen an der Hand nehmen und ihnen traumhafte Reiseerlebnisse realisieren. Vielleicht ganz kurz, wohin können Sie mit uns reisen? Sie sehen das hier, also 70 Länder weltweit. Angefangen hat alles in Indien vor 16 Jahren und dann kam Afrika dazu, Lateinamerika, Südamerika und in den letzten anderthalb Jahren haben wir dann auch Mittelamerika, Nordamerika, Europa, Ozeanien mit aufgenommen und auch die Polargebiete, Arktis an Arktis. Also Sie können im Prinzip fast die ganze Welt mit uns bereisen. Mittlerweile sind wir auch Teil eines großen Konzerns in Travelopia aus England, aber es hat nichts verändert daran, wie wir unsere Reisen gestalten und viele von Ihnen werden sicherlich mit uns gereist sein und insofern freue ich mich, Sie jetzt auf die Reise nach Afrika mitzunehmen. Steigen wir ein. So kennen wir alle Afrika, so sieht es aus für uns, das ist die Karte von Afrika, aber so sah Afrika nicht immer aus für Menschen aus aller Welt. So sah Afrika aus um 1630. Das war die Zeit, bevor eigentlich die Entdecker in das Landesinnere drangen damals. Man kannte im Prinzip nur die Küstengebiete. Und im Inland wusste man eigentlich gar nichts. Das sind hier so fiktive Überlegungen. Was man hier sieht, da ist ein großer Fluss, der irgendwo entspringt. Das war die Vision, irgendwo in Afrika muss der Nil ja entspringen. Ja, denn man musste natürlich damals schon, in Ägypten kam er dann ins Mittelmeer, irgendwo in Afrika musste er entspringen, aber man wusste im Prinzip nichts über Afrika. Das Einzige, was besiedelt war, waren die Küstengebiete. 1850, 200 Jahre später, war es schon etwas besser bekannt. Da hatten sich die Sklavenjäger damals schon ins Inland vorgekämpft und man kannte schon ein bisschen mehr. Die Karte sieht schon ein bisschen mehr so aus, wie wir es heute sehen und das war die Zeit dann auch der Entdecker.
Und das ist ja auch das, was sozusagen unser Aufhänger unserer Reise heute ist. Der erste von beiden war David Livingstone. 1813 bis 1873 hat er gelebt. Und er war eigentlich der erste Entdecker, der Afrika erobern wollte. Und interessanterweise war seine Hauptmotivation, den Sklavenhandel zu beenden. Und seine Vision war, einen alternativen, Wirtschaftshandel aufzumachen und eben dadurch, dass man eben Afrika öffnet, andere Wirtschaftsgüter dort erschließt, um damit dem Sklavenhandel das Wasser abzugraben. Und mit diesem Ziel ist er 1840 nach heutige Kapstadt gekommen und hat dort eine Zeit lang verbracht. Und dann sieht man hier, wie seine erste Reise 1841 ihn dann so in das heutige Botswana und natürlich hier Karoo in Südafrika und dann ins Botswana, Okavango Delta, hat es ihn getrieben. Da hat er auch dann die Victoria-Fälle als erster weißer Mann gesehen. Und dann ist er wieder zurück nach Südafrika und hat dann versucht, Geldmittel aufzutreiben für seine nächste große Expedition, denn er hatte den Sambesi gesehen und ist dann im Jahr Anfang 1850 ist er dann ins heutige Mosambik und hat dort dann versucht, den Sambesi sozusagen schiffbar zu machen oder zu erkunden, um dort eben zu sehen, ist das eine Möglichkeit, über den Sambesi Afrika zu erschließen und eben, wie gesagt, dem Sklavenhandel das Wasser abzugraben. Das ist ihm teilweise gelungen. Das war diese Reise, wo er dann die Victoria-Fälle gesehen hat. Und da hat er dann einige andere Expeditionen noch gemacht. Er ist dann hier zum Malawisee. Später der Heilige Gral war dann die Quelle des Nils zu finden. Und die hat er halt gesucht. Er hat sie aber nicht gefunden. Er ist hier zum Tanganyikasee, an der Grenze zwischen heutigen Tansania und Kongo ist er gekommen, hat dort so ein bisschen rumgeirrt, man sieht es, und hat aber die Quelle des Nils nicht gefunden. Ja, und irgendwann dann auf diesem Weg hat er dann auch sein Ende gefunden. Hier 1873 im heutigen Sambia ist er an Malaria gestorben. Und das bringt mich zum zweiten großen, wichtigen, bekannten Entdecker, und zwar der Henry Morton Stanley. Das war Henry Morton Stanley. Er kam etwas später. 1841 bis 1904. Er war von ganz anderen Motivationen getrieben. Er war ein Glücksritter. Er wollte einfach, er kam aus einfachen Verhältnissen, wollte gerne einfach reich werden, Ruhm ernten, und ihn trieb auch eben dann die Entdeckerlust, aber eben aus anderen eher finanziellen, monetären Gründen. Und seine Reisen begannen im Jahr 1871, und zwar mit der Suche nach Livingstone. Livingstone war damals verschollen auf seiner letzten Expedition. Stanley von Sansibar aus gestartet ins Inland. Er ist bis zum heutigen Tanganyikasee gekommen, und dort hat er im November 1871 tatsächlich Dr. Livingstone gefunden. Es ist eigentlich unglaublich, wenn man sich überlegt, wie das damals unerschlossen war. Aber ich nehme mal an, dass er die Kunde von weißen Männern, die da durch den Busch strauchelten, irgendwie die Runde machte. Und so haben sie sich am Tanganyikasee getroffen. Und da kommt dieser berühmte Satz, Dr. Livingstone, I presume, her, wo sie sich dann da mitten in Afrika getroffen haben. Das hat natürlich dann Stanley berühmt gemacht. Livingstone war ein Gott damals. Ja, das war wahrscheinlich damals so die Afrika entdecken. Das war so das große Thema in Europa. Und Livingstone war der Mann. Und dann war er verschwollen oder wie sagt man, verschollen. Und jetzt hat Stanley ihn gefunden. Das hat Stanley dann sofort berühmt gemacht. Er ist dann zurück und hat dann auch wieder versucht, Geld aufzutreiben für eine zweite Expedition. Er wollte den Nil finden. Er ist damals dann 1874
aufgebrochen. Er ist um den Viktoriasee rum. Er hat also damals tatsächlich die Quelle des Nils gefunden, die hier etwas östlich von Kampala aus dem Nil herausfliegt. Nur er wusste es nicht, ob es wirklich der Nil ist. Und insofern hat er weitergesucht. Er wusste nicht, ob das hier der Nil ist. Es gab noch einen anderen Ausfluss, nämlich hier einen Fluss, der in den Osten floss, dann allerdings einen Bogen nach Süden machte. Und dem ist er gefolgt. Und wie er dann später gemerkt hat, war das eben ein Fluss, der dann nach Westen irgendwann abdrehte. Das war der Kongo eben. Und es war natürlich sehr, sehr abenteuerlich. Irgendwann, das sehen Sie hier, wurde er befallen von 2000 Kannibalen. Und er hat dann 1877, 3 Jahre später, hat er den Atlantik erreicht mit einem kleinen Kontingent. Ich glaube, das war nur 100 Überlebende mehr als 200. Also die Hälfte hat es leider nicht geschafft. Das heißt, das waren so die Orte, die Livingston und Stanley damals als Entdecker entdeckt haben. Und das sind die Orte, zu denen ich Sie jetzt auf eine Reise nehmen möchte, nämlich auf den Spuren von Livingston und Stanley. Und wir beginnen unsere Reise in Kapstadt in Südafrika. Im heutigen Südafrika gehen zur Gartenroute. Das war die Strecke, die damals Livingston am Meer gemacht hat. Und dann ist er nach Norden, nach Botswana. Er hat das heutige Okavango-Delta damals gesehen oder entdeckt. Er hat dann die Victoria-Fälle als erster weißer Mann gesehen, ist dann eben dem Sambesi gefolgt, ist am heutigen Lower Sambesi Nationalpark vorbeigekommen und ist dann nach Norden abgebogen zum South Luangwa National Malawi See, dann eben zum Tanganyika See, wo später die Begegnung mit Stanley stattfand. Und das war es eigentlich für Livingston. Er ist dann eben in Sambia, im heutigen Sambia, gestorben. Und dann begleiten wir noch etwas Stanley zum Viktoriasee und in die Serengeti. Also eine atemberaubende Reise durch vom südlichen ins östliche Afrika, eigentlich mit all den Highlights. Da gibt es natürlich noch viele mehr, aber zumindest viele von den Highlights, die wirklich Afrika zu einer absoluten Traumdestination machen. Insofern, ich hoffe, Sie freuen sich auf diese Reise, die uns eben hier beginnt in Kapstadt. Lässt sie uns anfangen. Viele von Ihnen waren wahrscheinlich schon in Kapstadt. Ich war gerade vor 2 Wochen dort. Es ist für mich eigentlich so die schönste Stadt der Welt. Und was sie eben besonders macht, ist so diese Kombination aus Meer und Bergen. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich in Kapstadt war, hatte ich morgens ein Meeting hier in der Innenstadt, bin dann hier auf den Lion Set gestiegen. Das ist so eine anderthalbstündige Wanderung. Dann sieht man unter sich Strände. Und dann bin ich runter zum Strand, bin in den sehr, sehr kalten Atlantischen Ozean gesprungen dort. Und dann bin ich zum Sonnenuntergang zum Tafelberg mit der Gondelbahn hoch. Also es war wirklich Berg, Strand und wieder Berg, alles an einem Tag. Das ist wirklich etwas, was Kapstadt einzigartig macht, diese Kombination aus Meer und Strand. Es hat wunderschöne Natur, gleich außerhalb von Kapstadt. Hier sieht man so im Hintergrund Camps Bay, einen der Vororte von Kapstadt. Und dann ist man gleich auch wirklich in der Natur. Das ist der Fuß vom Tafelberg hier. Wunderschöne Wanderung. Also die Landschaft, auch die Vegetation da an der Kapregion ist ein absoluter Traum. Man sieht eben auch, man kann zur Kap-Halbinsel dann runterfahren. Da sieht man hier die Pinguine an Boulders Beach. Also es ist wirklich Natur, aber auch die Kapstadt als eigentlich Weltstadt ist auch für sich wirklich ein Besuch wert. Eine wunderschöne Stadt. Von dort ist Livingston zur Gartenroute weiter. Und Gartenroute ist wirklich auch ein Traum. Eben Berge und Meer treffen sich hier. Und die Landschaften sind ein Traum. Man kann wunderschön am Meer wirklich laufen. Sie sehen, es sind Wanderparadiese. Ich weiß nicht, ob er damals so genossen hat, bevor er dann ins Inland ist. Und dann hat er diesen beschwerlichen Weg durch ganz Südafrika und dann eben nach Botswana getroffen und hat natürlich nicht den Luxus gehabt, den wir heute haben. Es sind einige Okavango-Delta ist wirklich einzigartiges Ökosystem, wo eben das ist eine der Aktivitäten, die man hier machen kann, die
die wunderschönen Mokoro-Safaris, wo man da gleitet über, in diesen Lagunen des Okavango-Deltas, was eben eine Wüste eigentlich ist, die einmal im Jahr überflutet wird. Und man sieht dann so kleine Wunderdinge der Natur, zum Beispiel die kleinen Frösche. Ich habe das gesehen, die an so einer Liliane sich so anklammern und man gleitet so dran vorbei. Es ist ein absoluter Traum. Es gibt viele, man kann sogar Reitsafaris machen. Es gibt eine hohe, hohe Tierdichte. Also es ist ein einzigartiges Erlebnis wirklich des Okavango Delta, eine der traumhaften Safari-Destinationen in Afrika. Von dort ist damals Livingston dann weiter eben dem Sambesi gefolgt, zu den Victoria-Fällen, die er als erster Weißer eben erlebt hat. Und so sieht man sie, so kennen sie bestimmt. Das ist die Zeit, wenn der Wasserstand besonders hoch ist, von März bis Mai. Da ist es wirklich so, dass man fast schon in die Luft gehen muss, um sie überhaupt zu sehen, weil da unten, wenn man am Boden ist, ist es so eine Gischt von Wasser, dass man sie eigentlich kaum sehen kann. Er hat sie damals als betörend empfunden, hat eben poetisch gesagt, dass die Engel in ihrem Flug eben betört sein müssen, wenn sie diese Wasserfälle sehen. Das sind die größten Wasserfälle der Welt. Und sie sind wirklich sehr, sehr gut kombinierbar mit dem Okavango-Delta. Und dann kann man eben dem Sambesi-Fluss folgen, wie das damals auch Livingston gemacht hat. Wenn man das tut, kommt man irgendwann zum heutigen Sambesi-Nationalpark. Das ist der Sambesi-Fluss aus der Luft. Hier sieht man, auf der linken Seite ist Sambia, auf der rechten Seite ist Zimbabwe. Hier gibt es zwei Nationalparks. Auf der sambischen Seite ist das Lower Sambesi, auf der zimbabwischen Seite ist das Mana Pools. Beide haben gemeinsam, dass man wirklich atemberaubende Tiererlebnisse hat. Man kann besonders schön hier auch wirklich auf dem Wasser Aktivitäten machen. Man kann Kanu-Safaris machen, man kann Bootsafaris machen. Man kann natürlich auch Pirschfahrten machen, wie das man das eigentlich überall kann. Man kann auch Wandersafaris machen. Und dann hat man eben diese traumhaften Lodges gleich am Ufer des Sambesis, die einfach, wo man dann den Sonnenuntergang erleben kann und wirklich Afrika intensiv spüren und erleben kann. Das hat wahrscheinlich dann auch Livingston gemacht, natürlich nicht so mit dem Komfort, den wir heute haben, wenn wir das bereisen. Er ist damals weitergereist, ist dann nach Norden abgebogen und ist dann auch durch den heutigen South Luangwa Nationalpark gekommen. Für mich ist South Luangwa wirklich so ein absolutes Highlight von Afrika, neben der Serengeti Masamara, mein persönlicher Lieblingsnationalpark. Was ihn ganz speziell macht, wirklich, sind die Wandersafaris. Wenn Sie gerne wandern und dabei Tiere erleben, wirklich sich nah an Tiere heranpirschen wollen mit den besten Guides, die es in Afrika gibt, dann gibt es eigentlich nichts an, führt nichts an South Luangwa vorbei. Sie haben hier einige Eindrücke. Man kann also wirklich nah an Tiere heranlaufen. Hier haben wir eine Giraffe und dann eben nachts auch wirklich unter den Sternen einem kleinen Camp übernachten, was ganz speziell ist. South Luangwa ist, dass dort viele lokale Lodge Operator in Tagesetappen, Wanderetappen, kleine Camps aufbauen. Und zwar in der Zeit von April, Mai bis in den Oktober hinein. Und man kann da wirklich von Camp zu Camp laufen. Das sind dann je nach Geschwindigkeit vielleicht 3, 4, 5 Stunden. Und man kann dabei eben mit wirklich tollen Guides auch dann eben Tiere erleben. Also wenn Sie gerne wirklich nah der Natur kommen möchten, wirklich das Gefühl haben wollen, die einzigen Menschen in Afrika zu sein, dann gibt es eigentlich nichts Tolleres als den South Luangwa Nationalpark. Livingston ist damals dann weiter eben zum Malawisee. Der Malawisee ist wirklich ein Innenmeer, der einerseits wirklich wunderschöne Landschaftserlebnisse ermöglicht, aber auch eben sehr, sehr zauberhafte kulturelle Begegnungen. Das ist ein Bild, was ich selber gemacht habe am Malawisee. Eben man kann dort wirklich durch kleine Dörfer auch laufen, spazieren gehen und es ist noch abseits der Touristenpfade. Man hat wirklich das Gefühl, dass man da fast selber noch wie ein Entdecker ist, weil man eben an Orte kommt, wo noch sehr wenige andere Reisende hinkommen. Aber es ist auch landschaftlich ein Traum. Der Malawisee ist
Glasklar, man kann dort sehr schön Kanu oder Kajak fahren, man kann wunderschön auch schnorcheln und tauchen, hat natürlich keine Korallen, aber es hat sehr, sehr viele kleine bunte Fische und es hat auch wunderschöne Strände. Das ist die mosambikanische Seite vom Malawisee, wirklich ganz abgeschieden, man kommt dort nur mit Booten hin, es hat sehr, sehr schöne Lodges auch, wo man wirklich auch den Komfort dann eben hat und trotzdem eben so dieses Gefühl, die einzigen Menschen in Afrika eben hier am Malawisee zu sein. Von dort ist damals der Livingston ja erstmal zurück und war dann seine letzte Reise angefangen und ist auf dieser Reise eben zum Tanganyika-See gekommen. Und der Tanganyika-See ist aus meiner Sicht eigentlich so der dramatischste See Afrikas, muss ich wirklich sagen. Er hat nämlich diese sehr, sehr hohen Berge, die fast senkrecht aus dem See aufsteigen und es gibt einen Nationalpark, der eigentlich so der Hauptanziehungspunkt vom Tanganyika-See ist, nämlich den Mahale-Nationalpark. Und der ist einerseits landschaftlich ein Traum. Sie sehen das hier eben, da gibt es zwei sehr, sehr schöne Lodges so direkt am Wasser und dann gleich hinten dran die Berge. Was der besondere Anziehungspunkt ist, sind die Schimpansen. Das ist einer von den wenigen Orten, wo man Schimpansen wirklich in freier Wildbahn erleben kann. Und man muss da einigermaßen fit sein. Die Berge, haben Sie gerade gesehen, sind relativ steil. Und da muss man also schon auch mal 3-4 Stunden auch den Berg hoch wandern können und wirklich um die Schimpansen zu suchen. Sie sind nicht ganz so leicht zu finden wie die Gorillas, weil sie sich einfach viel weiter, viel mehr am Tag bewegen. Das ist der Tanganyika-See, das ist der Ort, wo damals Livingston und Stanley sich getroffen haben, mitten in Afrika. Und wie wir gehört haben, ist dann Livingston kurz drauf eben verstorben an Malaria. Stanley ist dann wieder zurück und hat noch eine weitere Expedition angefangen, die ihn eben zur Quelle des Nils gebracht haben. Und das ist der Victoria-See. Da wird er zumindest angegeben als die Quelle des Nils. Das ist der Victoria-See aus meiner Sicht. Ist er natürlich der größte See der Welt, ich glaube, nach wie vor. Aber er ist gar nicht so spektakulär. Also er ist deswegen reizvoll, weil man eben sagen kann, der Mann war Victoria See, hat auch ganz schöne Strände. Ist allerdings nicht so schön zum Schwimmen, weil es dort schon durch Belharzia gibt, an einigen Stellen zumindest. Aber man kann auch sehr, sehr schön wirklich an der Quelle des Nils um den See herum kulturelle Einblicke gewinnen. Ich bin selber dort mit Fischern rausgefahren, sogar nachts rausgefahren, um zu sehen, wie sie fischen. Und man ist dort wirklich noch abseits der Touristenpfade und kann wirklich Afrika auf eine sehr authentische Weise erleben. Und man kann es sehr gut kombinieren, auch mit Safaris in Kenia und Tansania. Und das ist jetzt unser Abschlusspunkt der Reise. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich etwas geschummelt, denn weder Stanley noch Livingston sind in die Serengeti gekommen. Aber die wollte ich Ihnen jetzt eigentlich nicht vorenthalten. Wenn man schon durch Afrika reist und dann so nah dran ist, dann muss man doch eigentlich auch dieses wirklich Juwel von Afrika noch mit aufnehmen. Wie gesagt, Stanley und Livingston haben Sie damals nicht gesehen. Sie sehen sie jetzt. Die Serengeti ist wirklich der Traum eines jeden Safari-Tierliebhaber, sie sehen wirklich einfach alles. Sie haben das Gefühl, dort in einem Garten Eden zu sein. Sie sehen Löwen, sie sehen Leoparden, sie sehen Elefanten, große Elefanten und kleine Elefanten. Also es gibt eigentlich nichts, was sie dort nicht sehen können. Man kommt sich vor wie in einem Garten Eden, weil es so offen ist. Das ist ein großer Unterschied in der Vegetation, der Landschaft in Ostafrika ist sie sehr offen, sogenannte Grassavanne. Im südlichen Afrika hat man eher Buschsavanne. Das heißt, es ist sehr viel mehr bewachsen und so sieht man nicht so weit. Hier in Ostafrika kann man einfach oftmals ewig weit sehen und das ist dann auch einer der Gründe, warum es eben zu dieser berühmten Migration der Gnus und Zebras kommt, einfach die größte Tieransammlung auf der Welt, wo sie 1,5 Millionen Gnus und Zebras haben, die einfach kontinuierlich dem Regen folgend wandern in einem jährlichen Zyklus, der sie mehr oder weniger, man kann das vorhersagen, wann die dann wo sein werden, die müssen einfach weiterziehen, weil wo immer sie sind, essen sie alles Gras auf. Insofern müssen sie einfach weiterziehen. Auf ihrem Weg kommen sie an dem Mara-Fluss vorbei, auch an einigen anderen Flüssen. Und dann sehen sie diese spektakulären Flussüberquerungen, wo sie dann eben durch den Mara-Fluss
schwimmen und dort hineinspringen. Und natürlich haben sie dort dann auch diese riesen Nilkrokodile, die auf sie warten. Das sind atemberaubende Tiererlebnisse, die sie bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen haben. Für mich so das spektakulärste Naturschauspiel der Welt. Das sind so die, das, was viele Menschen im Kopf haben, wenn sie an die Serengeti denken. Es gibt aber auch viele andere Sachen, die man vielleicht gar nicht so im Kopf hat, die aber genauso Teil des Erlebnisses sind. Man kann zum Beispiel eine Ballonsafari machen. Viele von den Camps sind wirklich so, da hat man das Gefühl, als ob man ein Wohnzimmer im Busch hat, ja, wo man wirklich mittendrin ist, offen, das ist, man hat dann, ist dann unter Zeltleinwand, aber man fühlt sich trotzdem als Teil der Natur. Man hat eigentlich allen Komfort, ein schönes Badezimmer, ein komfortables Bett. Stellen Sie sich vor, Sie machen diese Zeltleinwand auf morgens und sehen dann Afrika sozusagen zum Leben erwachen. Das Badezimmer sehen Sie hier. Oftmals hat man dann eine Badewanne mit Ausblick. Vielleicht sind da ein paar Tiere draußen vor, die gerade vorbeilaufen. Wenn man morgens seinen Kaffee trinkt, das ist für mich immer so einer der schönsten Momente. Wenn man morgens aufwacht, vor dem Zelt sitzt mit einem Kaffee oder Tee oder was immer man mag und dann sieht man und hört man Afrika aufwachen und man wirklich, fühlt sich wirklich so Teil von diesem unglaublichen Kontinent, wo man eigentlich glaubt, das kann ja gar nicht sein, dass es sowas noch gibt. Und dann gibt es viele andere Momente. Man kann auf Safari gehen und dann hat man ein Überraschungsfrühstück mitten im Busch und vielleicht abends dann auch ein Überraschungsdinner mitten im Busch, wo man wirklich dann dort sitzt und vielleicht am Lagerfeuer oder so unter Laternen und man hört dann eben die Geräusche der Natur. Man hört die Löwen brüllen, die Hyänen heulen und über sich hat man das Sternzelt Afrikas. Man hat natürlich Guides um sich, Sicherheitsleute, das kann also gar nichts passieren. Für diejenigen von Ihnen, die vielleicht noch nicht in Afrika waren, da brauchen Sie gar keine Sorge zu haben. Aber es ist ein Erlebnis, was Sie nicht vergessen werden. Es ist ein absoluter Traum, ist einer der Gründe, warum ich vor 14 Jahren den Schritt gemacht habe, nach Afrika zu gehen, weil es einfach ein Erlebnis ist, was man so nirgendwo auf der Welt hat. Und wenn man das Ganze nochmal etwas toppen möchte, dann kann man sogar unter dem Sternenhimmel schlafen. Es gibt Lodges, wo man Betten hat, die man dann abends rausrollen kann auf eine Terrasse. Und dann hat man natürlich hier ein Moskitonetz nachts und dann sieht man über sich diesen unglaublichen Sternenhimmel Afrikas, ganz klare Luft, keinerlei Licht. Insofern, man sieht die Sterne so, wie man sie bei uns in Europa nie sehen wird. Man hört die Geräusche der Natur, man weiß, dass man sicher ist, weil man eben Sicherheitsleiter hat, die in Abstand um das drumherum sind, aber es kann nichts passieren, aber man ist Teil der Natur. Insofern, das ist ein Bogen, auf dem ich Sie sozusagen jetzt durch Afrika von Südafrika bis nach Ostafrika mitgenommen habe. Ich hoffe, der ein oder andere Ort hat Sie begeistert. Wenn Sie diesen Weg gemacht haben und es Sie nach Nairobi verschlägt, dann würde ich Sie in dieses Haus einladen, was vielleicht wiederum einige von Ihnen kennen. Sie sehen hinter mir das Haus von innen, das Haus, wo jenseits von Afrika gedreht worden ist. So sieht es von außen aus, so sieht es heute aus. Das habe ich vor ein paar Jahren, wenn die Jacaranda blühen, geknipst, das Bild. Riesiger Garten mit Blick auf die Ngong-Berge. Hier in der Veranda hat damals Meryl Streep und Robert Redford gefrühstückt und haben am Grammophon Mozart gehört. Ein bisschen näher dran sieht man es hier. Und die Gäste von unsere Gäste, die in Nairobi eine Nacht sind, etwas Zeit haben, laden wir gerne in dieses Haus ein zu einem Frühstück mit Blick auf die Ngong-Berge oder zu einem Abendessen hier am Kamin, den Sie sehen. Das ist eigentlich so die Reise, auf die ich Sie mitnehmen wollte. Und das war es eigentlich jetzt, was ich gerne machen würde, einfach jetzt auf Ihre Fragen eingehen. Wenn Sie Fragen haben, dann gehe ich darauf ein. Was sind Ihre Fragen, die Sie haben? Ich gehe darauf ein. Ich sehe, hier sind schon ein paar Fragen im Chat. Ich gucke gerade. Ich schaue gerade, ja, was sind Ihre Fragen? Wo habe ich die besten Chancen, Löwen zu beobachten?
In der Serengeti, in Ostafrika sehen Sie sie auf jeden Fall, aber eigentlich genauso auch in Südafrika, wenn Sie in den Krüger-Nationalpark gehen, den haben wir gerade jetzt abgeschnitten auf der Reise. In South Luangwa haben Sie, sehen Sie sie auf jeden Fall auch. Aber ich würde sagen, schon eigentlich die Serengeti, auch die Masai Mara in Ostafrika sind absolute, da kann man eigentlich nicht hingehen und Löwen nicht sehen. Jetzt sehe ich gerade eine Frage, wie ist die Corona-Lage in Kenia? Kann man reisen? Absolut. Ich bin selber ich war bis im, was haben wir jetzt hier? Wir haben bis Anfang Oktober war ich in Kenia das ganze Jahr über. Man konnte gar nicht aus Kenia raus. Dann bin ich nach Europa. Ich habe noch ein Elternhaus in Deutschland, war dort ein paar Wochen und bin dann wieder zurück und bin auch in der Zeit vorher und auch jetzt danach viel in Kenia gereist. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein Traum im Moment zu reisen. Dieses Jahr habe die Migration erlebt, wo man normalerweise 100 Fahrzeuge um sich rum hat an dem Fluss, sieht man zwei oder drei. Man sieht eigentlich niemanden. Ich war am Indischen Ozean in der Zeit, als in Deutschland die Strände wegen Überfüllung geschlossen wurden um 10 Uhr morgens, bin ich dort 5 Kilometer am Strand lang gelaufen und habe niemanden gesehen. Niemanden. Und es sind die Traumstrände schlechthin. Die Lodges haben alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Man hat sehr viel Privatsphäre, man hat seinen eigenen Tisch, alle Mitarbeiter haben Gesichtsmasken. Es gibt überall so, wie sagt man, Handwaschmittel. Auch die Fluglinien sind sehr, sehr professionell und ganz besonders sicher, muss ich sagen. Ich habe am Anfang ein bisschen Bammel gehabt vor den internationalen Flügen. Und dann war ich auf dem ersten internationalen Flug nach Deutschland, der war leer. Da war vor mir und hinter mir, die Reihen waren leer, in meiner Reihe war niemand. Und auf dem Rückflug war es ein bisschen voller, aber es war immer noch so, dass ich niemanden neben mir sitzen hatte. Und ich hatte das Gefühl, das ist ja eigentlich extrem sicher, denn jeder, der hier auf diesem Flugzeug ist, hat einen Covid-Test gemacht. So wie ich ja auch. Ohne diesen Covid-Test wäre ich gar nicht in das Flugzeug reingekommen. Und da ist man, insofern habe ich mich effektiv eigentlich viel sicherer gefühlt in diesem Flugzeug, als wenn ich wenn ich in einen Supermarkt in Deutschland gehe. Also es ist eigentlich wirklich sicher. Ich kann im Moment für die unter Ihnen, die Reiselust verspüren, es ist wirklich im Moment ein Traum, hier hinzukommen. Es war eine sehr lange Antwort. Ich hoffe, ich bin darauf eingegangen. Ich sehe, die Fragen. Ich gehe jetzt hier durch die Fragen. Wie frei kann man sich in Afrika bewegen? Muss man ständig aufpassen. Es gibt ja unterschiedliche Reisen. Im südlichen Afrika, in Südafrika, in Namibia können Sie sehr, sehr gut selber fahren. Also aus meiner Sicht gibt es fast keine schöneren Destinationen, um selber wirklich mit dem eigenen Mietwagen zu erkunden, als Südafrika, Namibia. Ist ähnlich wie die USA oder Australien, Neuseeland. Man kann das sehr, sehr sicher machen. In anderen Reiseländern müsste man eigentlich Mechaniker sein und Swahili sprechen oder die lokale Sprache, um mit dem eigenen Auto zu fahren. Da haben Sie dann einen Guide und es ist aus meiner Sicht extrem sicher. Wir haben jetzt seit 14 Jahren Reisen nach Afrika organisiert. Mit wirklich Tausenden von Gästen. Wir haben bisher noch nie einen Gast gehabt, der irgendwie ein negatives Erlebnis hatte. Also man kann dann, wo man ist, dann mit einem Guide allerdings würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie im östlichen Afrika sind, dann eben auch herumlaufen. Im südlichen Afrika kann man das ohne Probleme selber machen. Natürlich muss man schauen, wo man nicht hingeht. Aber das ist, glaube ich, genauso auch in Deutschland. Irgendwie, ich glaube, um Mitternacht ins Frankfurter Bahnhofviertel würde ich wahrscheinlich auch nicht alleine gehen. Genauso ist es auch dort. Es gibt gewisse Orte, wo man halt nicht hin sollte. Natürlich gerade nachts. Ich hoffe, damit gehe ich auf die Frage ein. Hier ist eine Frage: Begleiten Sie auch Reisen? Nein, das mache ich nicht. Ich würde es sehr gerne tun. Aber ich habe so viele andere Aufgaben in der Firma, dass ich das leider nicht machen kann. Aber wie gesagt, diejenigen unter Ihnen, die als Teil Ihrer Reise einen Aufenthalt in Kenia haben, die begrüßen gerne hier bei mir zu Hause vor dem Kamin, beim Abendessen oder im Garten bei einem Frühstück. Eine Frage sehe ich hier. Empfehlen Sie Südafrika Gartenroute für Selbstfahrer? Ich glaube, ich bin gerade drauf eingegangen. Absolut, absoluter Traum. Die Landschaft ist ein Traum. Also das ist aus meiner Sicht sogar viel schöner, selber zu fahren als mit dem Guide, weil man einfach wirklich spontan anhalten kann, aussteigen kann, spazieren kann. Das wirklich auf eigene Faust zu entdecken, zu erkunden, ist ein Traum. Ich habe selber bin selber mit dem Auto einmal nach Südafrika gefahren und bin damals, das war 2010, bei der Fußballweltmeisterschaft der deutschen Mannschaft gefolgt mit meinem eigenen Auto quer durch Südafrika. Es ist ein Traum, dort selber zu fahren. Welche Reisezeiten empfehlen Sie für Kenia und Serengeti? Kommt so ein bisschen drauf an, was für Sie
der Schwerpunkt ist. Ich sage Ihnen Folgendes: Meine Mutter, die leider nicht mehr auf dieser Welt ist, aber bis vor 2 Jahren war sie noch hier auf der Welt. Sie hat mich jedes Jahr einen Monat besucht hier in Afrika und zwar immer im November und im April. Das sind die Nebensaisonzeiten. Da hat man Regenzeit, da ist es wunderschön grün und es reist niemand und die Preise sind sehr, sehr, also sehr, sehr gut. Und für sie war das super, gerade im November, wenn es in Deutschland eher trist ist, dann hier in Afrika ist es, man hat dann vielleicht alle 1, 2 Tage einen Regenschauer, der auch stark sein kann, aber davor und nachher ist dann die Sonne auch raus. Also wenn Sie es grün haben möchten, dann die Regenzeit, die ist eben November, Dezember und dann April, Mai. Aber wenn Sie wirklich die Migration sehen wollen, dann ist es in Kenia Juli bis September, Oktober. In Tansania sehen Sie die Migration das ganze Jahr über. Aber die spektakulärste Zeit sehen es wirklich Juli bis September, Oktober, denn das ist die Zeit, wenn die Tiere diesen Mara-Fluss überqueren. Also aus meiner Sicht wirklich die spektakulärste Zeit, die Migration zu sehen. Ansonsten ist Kenia, Tansania wirklich ein Ganzjahres Reiseziel. Wir sind hier am Äquator. Es gibt leichte Temperaturunterschiede. Jetzt wird es gerade wieder wärmer, weil wir etwas auf der südlichen Halbkugel sind. Aber man kann wirklich das ganze Jahr über wunderschön reisen. Ich sehe hier gerade, jemand hat gesagt, wir haben im März mit Ihnen gebucht. Ich kann es kaum erwarten. Das freut mich sehr. Stefanie, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber den Nachnamen nicht nennen, aber ich freue mich sehr. Kontaktieren Sie Ihre Reiseberaterin und wir können uns gerne hier zu Hause treffen. Und dann eine Frage: Elefanten beobachten. Elefanten können Sie eigentlich auch überall in Afrika sehen. Es gibt gewisse Orte, wo es besonders viele Elefanten gibt. Und zwar ist es einmal der Tarangire-Nationalpark in Tansania. Den kann man sehr gut mit der Serengeti und dem Ngorongoro-Krater verbinden. Also ist man praktisch auf dem Weg dorthin, kann man 1, 2 Nächte Abstecher machen. Der andere Ort, wo Elefanten aus meiner Sicht ganz besonders spektakulär sind, ist in Uru, im Kenia. Das lässt sich wiederum sehr, sehr gut mit der Masai Mara verbinden. Landschaftlich unterschiedlich, dramatische Landschaften, also Samburu in Kenia, Tarangire in Tansania wären so meine Favoriten, um Elefanten zu sehen. Eine Frage sehe ich jetzt hier, ich gehe jetzt. Es sind unheimlich viele Fragen, ich möchte sie gerne beantworten. Deswegen renne ich jetzt hier durch, mein Kopf ist schon ganz rot, muss selber mich lachen hier. Muss man in Quarantäne, wird gefragt. Nein, müssen Sie nicht. Ich bin selber eben, wie gesagt, aus Deutschland gekommen, habe einen Covid-Test gemacht in Deutschland. Wenn man hier in Kenia ankommt, wenn man einen negativen Covid-Test hat, der 96, maximal 96 Stunden alt ist, kommt man ins Land rein und kann ohne Probleme sich dann auch frei bewegen. Also unter dieser Bedingung, dass Sie einen Covid-Test haben, der negativ ist, maximal 96 Stunden, 4 Tage alt, ist es überhaupt kein Problem. Lothar, Sie fragen, wie lange dauert der ganze Livingston? Das ist so ein bisschen die Frage, wie schnell wollen Sie reisen, wie viel Zeit wollen Sie sich nehmen? Ich habe diesen ganzen Livingston selber gemacht, mehr oder weniger. Ich bin 2010, wie gesagt, von Kenia mit meinem eigenen Landcruiser nach Südafrika zur Weltmeisterschaft gefahren. Ich habe damals einen Monat gebraucht, um nach Südafrika zu kommen. Die Zeit würde ich mir auf jeden Fall nehmen. Wenn Sie es wirklich, es gibt auch viele andere Orte auf diesem Weg, die ich jetzt ausgelassen habe, sonst wären wir noch eine Stunde lang hier unterwegs. Also ich würde mir schon einen Monat Zeit nehmen, wenn Sie es, also minimal würde ich sagen 3 Wochen. Monat würde ich Ihnen wirklich empfehlen. Wenn Sie mehr Zeit haben, wäre es noch toller. Ungefähre Kosten, das hängt jetzt wirklich da will ich jetzt, da können wir vielleicht separat drüber sprechen. Meine E-Mail-Adresse florian@enchantingtravels.com. Kommen Sie auf mich zu, dann können wir das wirklich detailliert besprochen. Wow, so viele Fragen. Ich freue mich, dass Sie so viele Fragen haben. Welche Reisezeit in Südafrika? Möglichst viele Tiere sehen, vor allem Zebras, auf Safari gehen, Natur genießen. Südafrika ist. Es gibt manche Überlegungen. So, es ist so, wenn man, es kommt darauf an, wo in Südafrika, wenn der Schwerpunkt wirklich auf Tierbeobachtung ist in Südafrika, dann würde ich Ihnen die Krüger-Region vorschlagen, empfehlen. Die hat Januar, Februar, März Regenzeit und da kann es wirklich sehr, sehr intensiv regnen. Es kann auch schon mal Überschwemmungen geben. Also da würde ich, das ist eigentlich die Zeit, wo Sie die sich eher vermeiden würde, weil es auch Hauptreisezeit ist. Insofern würde ich vielleicht für Krüger-Region eben Oktober, November, Dezember und dann vielleicht noch in den März, April ist besonders gut. Wenn Sie dann später im Jahr gehen, wird es A relativ kalt und die Tage werden relativ kurz. Im Moment, ich war gerade vor einer Woche auch in Kapstadt, im Moment ist es bis 8 Uhr dunkel und morgens geht es so, Entschuldigung, bis 8 Uhr hell abends, morgens geht die Sonne um 5 Uhr auf. Wenn Sie dann in der Winter, Jahreszeit sind, also von Mai bis in den
August, September, dann sind die Tage deutlich kürzer. Da wird es im Mai, Juni um 5 Uhr dunkel und es geht und die Sonne geht halt erst um 7:30 Uhr auf. Also wenn Sie wirklich den Tag lang haben wollen, würde ich Ihnen empfehlen, die eher zu vermeiden. Also ich würde sagen, September bis Dezember ist ideal und dann, oder sagen wir bis Mitte Dezember und dann ab März, April ist noch gute Zeit. In Kapstadt muss man noch sagen, da wird es im Winter relativ kalt. Da würde ich dann den Juni, August auch eher vermeiden. Da wird es wirklich recht kalt. Ich sehe hier eine E-Mail-Adresse. Ich hoffe, dass ich die nachher noch bekomme. Schicken Sie mir eine E-Mail, ist vielleicht fast einfacher. Wen haben wir noch? Ja, ich sehe, dass darauf geantwortet. Ich glaube, wir haben eigentlich alle Fragen jetzt beantwortet. Ah, ich habe eine Frage: Ist in Botswana der hohe Preis angemessen? Das ist ein richtiger Punkt. Botswana ist wahrscheinlich so das teuerste Reiseland in Afrika. Das liegt daran, dass Botswana ganz bewusst wie soll ich sagen, eine hochpreisexklusive Nischenstrategie verfolgt. Also in Botswana ist es anders als in Ostafrika. In Ostafrika, wenn Sie in einem Nationalpark sind, dann sind Sie an einer Lodge und dann haben Sie Ihren Landcruiser, Ihren Guide und dann kann es gut sein, dass Sie jemanden aus Nairobi treffen, der mit seinem PKW dorthin gefahren ist. Ja? Und das heißt also, es ist nicht so exklusiv. Es gibt auch in Ostafrika, sollte ich ganz klar sagen, private Wildreservate, wo Sie das nicht sehen. Aber in Botswana ist es wirklich ganz bewusst so, dass Sie exklusive sogenannte Concession Areas haben, wo Sie nur ganz wenige Gäste haben und dort haben Sie dann sehr, sehr luxuriöse Lodges auch und das heißt, es ist eine Exklusivität des Erlebnisses, die eigentlich seinesgleichen oder ihresgleichen sucht und das finden Sie dann auch im Reisepreis halt wieder. Wenn Sie vor allem viele Tiere sehen wollen, dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich Ostafrika eher. Also Kenia, Tansania ganz bewusst oder wenn Sie Gorillas sehen wollen, Ruanda, Uganda oder Schimpansen, eben Uganda. Ist Ostafrika der beste Ort, wenn Sie wirklich exklusive Tiererlebnisse, vielseitige auch Wassererlebnisse haben wollen, dann würde ich Ihnen eher Botswana und vielleicht auch Sambia, Zimbabwe empfehlen. Okay, ich glaube, wir sind durch. Ich sehe hier noch einige Fragen mit Mails. Ich bin mir sicher, dass wir im Nachgang irgendwie die Mails sichten werden, uns mit Ihnen in Verbindung setzen werden. Also haben Sie keine Bedenken, wir werden das tun. Ich weiß, wir sind jetzt schon eigentlich etwas über die Zeit. Ich hoffe, Sie haben diese Zeit als wertvoll oder als sinnvoll für Sie erlebt und haben etwas für sich mitgenommen, vielleicht an neue Reiseideen. Wenn wir gleich auflegen, kommt ein kurzes Feedback-Formular. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie vielleicht kurz Feedback mit uns teilen würden. Daraus können wir dann lernen. Und ansonsten, ja, freue ich mich, wenn ich Sie vielleicht hier an diesem Ort in Kenia erleben werde oder persönlich kennenlernen werde. Hier ist jetzt das Feuer etwas runtergebrannt. Insofern wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal persönlich hier. Auf Wiederschauen.